Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta. Ich habe jetzt gerade irgendwie keinen Ingame-Sound. Okay, doch, habe ich. Ist doch alles gerade ziemlich ruhig. Muss ich machen? Durch die Ritze scheint Licht. Diese Mauer sieht so aus, als könnte man sie durchbrechen. Okay. Es speichert. Und nicht schon wieder so eine. Ich glaube, ich muss da. Nein, 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 ich wollte doch zur Truhe. Ich wollte da zur Truhe. Toll. Ich sehe nichts, 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 ich sehe nichts. Glaube ich, dass sie die Truhe der Truhe sein. Wo ich deswegen K.O. gehe. Weil da ist nämlich eine Truhe. Nicht die Schiffe schon wieder! Das war ja irgendwie klar. Eine Folge ohne Tod wäre ja so schön gewesen. Obwohl, ich bin ja in der letzten Folge gar nicht gestorben. Oh, hey! Nein, nein, nein! Alter, das ist doch nicht fair. Ich will doch nur dahin. Ich will doch nur zu meiner Truhe. Ey, das ist doch unfair. Ich hasse diese Schuhe. Ich will jetzt nicht nochmal bewollen. Ey, wie soll ich die dann besiegen? Ach komm schon, das ist doch nicht fair. Vor allem, ich fliege dann wieder runter. Das ist doch nicht fair. Ey, komm, das ist doch jetzt nicht mehr fair. Ich hab auf diesem Level mittlerweile keinen Bock mehr. Das fing so gut an. Und dann bin ich schon wieder tot. Ey, das ist doch nicht fair. Ey, drei Schiffe auf einmal. Okay. Okay. Ihr habt das so gewollt. Obwohl, ich flieg dann selbst noch da. Ich hab gerade wieder volles Leben. Ich gestorben. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ne? Ey, jetzt ist natürlich mein Schild. Hab ich schon gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe? Ja, komm. Ich hab echt keinen Bock mehr. Jetzt bin ich schon wieder tot, Mann. Ich hab doch Hunger, Mann. Ey, viermal tot, ne? Ey, ey, ey. Na komm.
Wenn man Sprite K.O. sind, ist er trotzdem ganz einfach. Okay. Ja, die Platin-Medaille hilft mir jetzt auch nicht mehr. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Muss ich langen? War das jetzt nur wegen der Truhe? Ich hätte die nicht machen müssen. Oh, come on. Hätte ich einfach hier weitermachen können. Habe das alles umsonst gemacht. Nur für die Perle. Und das war meine Antwort dazu. Ihr seid doch lebendig, kann mir doch keiner sagen hier. Bleibst du, ihr seid lebendig. Eine Patrone, nice. Bin dafür, dass jetzt hier gleich wieder ein Eintritt zur Hölle gibt, damit ich mir wieder Lutsche schauen kann. Ja, ich glaube, mein Skill hat mich jetzt wieder verlassen. Mein Skill aus der letzten Folge war ein bisschen zu overused. Sag ich ja. Meine Ausweisskills haben mich verlassen. Das ist die Ausrastfolge. Das ist doch nicht mehr wahr hier. 8 Minuten nur am Fehlen. Das ist die wahre. Warum? Warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Warum? So, ihr seid ich, das weiß ich dabei noch. Ich krieg hier nicht mal Hexenzeit. So, und Schluss mit dir. Ich bin ein bisschen überladen, ne? Went to look for something, that's all. I can't believe that witch, placing a poor helpless child under her spell. If she did anything to this little girl's parents, I swear.
No, no need to cry. We'll get you to your mom in no time. Here, I've got some candy if you want. What is this? It's yummy. I don't know. It's candy. Strawberry, I think. Hey, Kitty, I've got some yummies. Would you like some? Is that cat your friend? Yes, he is. His name is Cheshire. He's cute, isn't he? Cheshire. What a stupid name. Well, so much for taking the highway. That just means we're gonna have to find something else. Now, all I have to figure out is what to do about you. So, Cerecita, that woman's really your mom? Uh-huh. My mommy is strong, and she protects me from scary monsters. Monsters? I don't think you know who the real monsters are. Verarschen. Wow. Danke für das bisschen Leben und meine Gebete davon. Hallo. Ich brauch mal ein bisschen Proviant. Gehen wir ja schon alles. So, ich brauche mal wieder hier was von. So, und dann können wir ja auch wieder ein paar neue Techniken holen, ne? Habe ich genug Geld für Breakdance? Ja. Habe ich. Hexendrehung. Halte ZR und X. Das möchte ich gerne mal kurz ausprobieren. Halte ZR und. Das ist doch Breakdance. Halte ZR und X. Ah. Okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, das ist jetzt ein Nachteil, dass man bei ZR auf Breakdance hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht so vorteilhaft. ZR und A natürlich. Okay, haben wir. So, ich gehe dann wieder noch. Warum habe ich das Gefühl, dass da jetzt der Bosskampf kommt? Das sieht wieder so. Da ist doch der Orb mit den Schlangen. Drachengedöns. Oh nö. Und tschüss. So. Oh nein, ihr seid sogar noch schlimmer. Okay. Warte, ich komme runter.
So, und Nummer 1 ist schon mal down. Und Nummer 2 ist down. Okay, jetzt kommt der Drache. Wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Hallo? Drache? Nee, das ist nicht fair, dass er immer wieder verschwindet. Wo ist er? Hallo? Okay, die Hälfte hätten wir. Boah, das ist überhaupt nicht spannend, ne? Wo ist er? Hab ihn doch gerade rauskommen gehört. Da ist er. Och, nicht schon wieder ein Drachen. Oh nö. Wo ist er? Da ist er. Das wollte ich gar nicht. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Aber doch, das wollte ich schon. War nicht so. So. Einfach mit der Pistole machen, oder? So. Bronze ist auch noch gut. Ich hab das verpasst. Ach, verdammt. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ach, bestimmt. Wow,
Wow, ich hab das. Mit Timing. Passt. Wenn ich mich in der Hexenzeit bewege, kann ich die Wasseroberfläche bei meinen Sprüngen wie am festen Boden nutzen. Bei einem Doppelsprung kann ich mich von der Wand abstoßen und erneut springen und komme vielleicht nach da oben, glaube ich. Okay. Dann wissen wir jetzt Bescheid, ne? Okay. Das ist nochmal ein Ziel für diese Folge. So, geschafft. Okay. Oh, guck mal, Kapitel ist auch vorbei. Hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Ja, schlechte Bilanz, schlechte Bilanz, schlechte Bilanz, schlechte Bilanz. Dabei fing es so gut an. Ich habe sogar zweimal reines Platin, einmal normales Platin und dann sowas, ja. Ja. Egal. Wäre ich mal niemals zur Truhe gegangen. Wäre ich einfach mal weitergegangen hier. Muss mich hier konzentrieren. Das sehe ich doch ziemlich gut. 66. Uhu, was kann ich mir denn für 66 holen? Natürlich, dafür brauche ich Zauberflöte, die vom mystischen Meereswesen, den Sirenen gespielt worden sein soll. Nein. Zauberflöte, die vom mystischen Meereswesen, den Sirenen gespielt worden sein soll. Engel in der Nähe nehmen dadurch schweren Schaden. Gerne. Ich habe für diese Folge einen Screenshot gemacht. Na super. Egal. Hier dann einmal speichern. Oh, man weiß ja nicht, ne? Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bayonetta. Bis dahin, tüdelü.